begrüße euch ganz herzlich beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute in der Sendung haben wir für euch ganzen Haufen Bier. Das Mathe bei Interlaken ist nämlich der Tag vom Schweizer Bier gefeiert worden. Und der zweite Teil der Ballenberg-Reportage, heute erleben wir das Theater. Der Tag vom Schweizer Bier feiern. Das hat man auf dem Areal der Rugenbräu gemacht. Musiker wie der Ricci oder auch Zalunke sind zu Mathe bei Interlaken auftreten. Und zwischendurch ist auch noch ein Gastronom mit dem Bierorden geehrt worden. Mein Kollege Sandra Huber hat vorbeigeschaut. Was bedeutet für dich der Tag heute? Ja, es ist natürlich Biersaisoneröffnung. Der Tag ist für uns wichtig. Da fängt die Biersaison an. Und das wollen wir eigentlich mit einem Fest feiern, hier auf dem Brauiareal. Ja. Und wie ist es zum Programm gekommen mit den Künstlern und Künstlerinnen? Das Programm haben wir im Team zusammengestellt. Das ist ein kleines Team, Event und Marketing. Nur da schauen wir immer so ein bisschen schauen, was können wir für die lokale Grösse bewegen, wo in unser Budget hineinpasst. Und das haben wir eigentlich gut vor einem Jahr gestartet. Ja. Kannst du noch etwas genau zum Bierorden sagen? Ja, der Bierorden, der wird verteilt an Personen, an Persönlichkeiten, die für die Bierkultur etwas Spezielles gemacht haben. Und der heutige, diesjährige, das ist der Dani Graf von der Heller Gastronomie in Grindelwald. Und die haben extrem viel gemacht für Bierkultur und für die Rugenbräu. Darum kommt die Person den Bierorden über. Also ich habe den Bierorden bekommen. Das ist vom Schweizer Bierverband. Ist eine Auszeichnung geben für ausgewählte Persönlichkeiten. Ich natürlich als Stellvertreter der Heller Gastro AG und Restaurant Baris. Und ich freue mich natürlich über den Orden. Und ich glaube, es sind 400 Mitglieder in dem Verein. Und von daher finde ich, ist das eine große Ehre. Ja, merci vielmal. Und wie gefällt euch heute, der heutige Tag bis jetzt? Also der Tag ist super. Ich finde solche Events immer toll. Es ist zelebrieren eben genau das, was Gastfreundschaft ausmacht. Dieses Miteinander, miteinander sein, miteinander reden, Bierchen trinken, es gemütlich haben, gute Musik und natürlich halt mit so einer Location ist das halt was Tolles. Ja, wer genug Bier trinkt, der macht ja gerne mal ein bisschen Theater. Und ein bisschen um ein anderes Theater geht es aber jetzt im zweiten Teil der Ballenberg-Reportage. Dort wird aktuell das Stück «Weiberhaken» gezeigt. Es gehört zu einer Sonderausstellung diesen Sommer, wo man sozusagen im Sackmehl verbringt. Der Manuel Moser berichtet. Ich bin zeitgenössischer Komödienautor. Also seit ich ein kleiner Bub bin, schreibe ich Komödien. Und gehe mit dem auf die Tournee in der deutschsprachigen Kulturkreis, sage ich mal. Das liegt an meinem Französisch, das wir im Ausland nicht spielen. Und da jetzt auf dem Ballenberg, ich bin schon ein paar Mal Kollegen schauen, die das gespielt haben. Dort werden ja, sagen wir mal, Stücke gespielt, eben Gotthelf oder Romeo und Julia auf dem Lande, Gottfried Keller. Und dadurch, dass ich ein zeitgenössischer Autor bin, hat es mich natürlich interessiert, selber ein Stück zu schreiben. Dann kann man sich meistens so leisten, 5 Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Mehr wird es dann sehr schwierig, um auf die Tournee zu gehen, weil das einfach die Kosten sprengt. Hier am Ballenberg war ganz etwas anderes möglich. Da ist es möglich, dass man kann mit viel mehr Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten. Man kann Heuwagen brennen lassen, man kann mit einem Ross arbeiten, man kann mit Autos arbeiten und. Das sind Sachen, das kann man nicht einmal in einem Schauspielhaus in der Regel. Wenn man ein Stück selber schreibt und die Hauptrolle spielt, gibt es ein Geheimrezept. Und zwar, man ist so lange Autor, bis die Proben anfangen. Und nachher muss man die Hierarchien abgeben an den Regisseur. Weil wenn man während der Probe immer noch Autor bleibt, dann probiert man immer noch das und das und das und das und so. Und das wird chaotisch. Es braucht während der Probe einen Chef. Und das ist der Regisseur. Hier ist tatsächlich Regie für wahnsinnig spannend. Und ich glaube, dadurch, dass ich Schauspieler bin und hauptsächlich spiele, ist es einfach so, dass ich als Regisseur einfach wirklich den Spieler wirklich etwas vermitteln kann, weil ich weiss, von was ich rede. Und eigentlich die grosse Herausforderung ist Open Air. Ich kann nicht das Gleiche machen, wie ich Indoor mache.
Und jetzt hier ist mir einfach sehr wichtig, dass wenn wir draußen sind und der Balenberg und die Schweizer Berge, das Berner Oberland, das ist einer der Hauptdarsteller. Von dem her muss es vom Tageslicht so sein, dass Szenen, die eben am Tag spielen und dann wird es später immer dunkler. Oder? Also ich kann nicht anfangen, Lampen aufstellen und in der Nacht plötzlich Tag machen und noch viel schlimmer, was nicht geht, am Tag Nacht machen. Ja, also natürlich die Anzahl der Schauspieler, das sind, glaube ich, 25. Und das sind 25 Musikinstrumente. So, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und jeder Mensch ist anders. Da geht es nicht, ob das ein Profi oder ein Laie ist. Also ich würde diese Leute hier nicht als Laie-Schauspieler bezeichnen, weil die machen seit 20 Jahren, stehen die da im Ballenberg und spielen Theater. Aber das ist eine weitere Herausforderung, dass die alle noch einen Beruf haben. Kann man erst am Abend proben. Es ist ein Beat Schlatter-Stück und Christoph Fellmann hat es zusammen gemacht. Und der Beat hat einfach unglaublich geniale Ideen. Oder? Aber es ist schon, also es ist Open Air, es ist ein Spektakel mit Tiefgang. Und auf das freue ich mich und ich hoffe, wir bringen das an, weil das ist schon, klingt jetzt so ein bisschen einfach, aber es ist also, das herzustellen draussen ist eine grosse Herausforderung. Und jetzt noch ein genauer Blick auf das Wetter. Wie es die nächsten Tage genau aussieht, das sagen euch in ein paar Momenten unsere Kollegen von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel könnt ihr auf unserer Webseite lesen, jungfrauzeitung.ch. Schön, dass ihr reingeschaut. Macht's gut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Jungfrauzeitung-Wetter für den Kanton Bern. Heute lässt sich das Wetter wohl als Übergangswetter beschreiben. Es ist von Wolken über Schauer bis zu Sonnenstrahlen, von allem etwas mit dabei gewesen. Jetzt dürfen wir uns aber freuen, es stehen nämlich zwei sonnige Tage in den Startlöchern. Grund für das Frühlingswetter ist es zwischenhoch, und zwar fließt am Mittwoch mit einer Höhenströmung aus nordöstlicher Richtung zunehmend trockene Luft zum Alpenraum. Am Donnerstag dreht der Höhenwind dann auf Südwest und er bringt milde Frühlingsluft zu uns. Morgen starten wir mit ein paar Hochnebelfeldern im Tag. Die haben eine Obergrenze von 1200 bis 1300 Meter. Sobald sich die aufgelöst haben und außerhalb den Hochnebelfeldern, da ist es meistens sonnig, sind einzig ein paar Quellwolken am Himmel und das vor allem über den Bergen. Die Frühwerte liegen dann morgen Morgen bei 5 bis 6 Grad. Am Nachmittag geniessen wir den vielerorts strahlenden Sonnenschein. Quellwolken am Himmel die sind eher verzierig und die konzentrieren sich auch vor allem auf Berge. Mit einer leichten bis mäßigen Bise im Flachland steigen die Höchstwerte auf 16 bis 17 Grad. Am Donnerstag werden Quellwolken dann von Schleierwolken abgelöst. Die Hauptdarstellerin am Himmel ist aber definitiv noch mal die Sonne. Dank der milden Luft aus Südwesten gibt es dann warme 22 Grad. Hier hat also definitiv ein Päuschen an der Sonne Platz an diesem Tag. Am Freitag starten wir dann nämlich mit recht freundlichem Wetter im Tag. Später kommen aber wieder Schauer und Gewitter auf. Es bleibt aber mild mit bis zu 20 Grad. Aufs Wochenende hier wird es dann wieder wechselhaft. Am Samstag gibt es zwar einen recht freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, sind aber auch wieder einzelne Schauer mit dabei. Das bei rund 21 Grad. Und auch am Sonntag und am Montag gibt es einen wechselhaften Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen sind dann bei etwa 18 bis 19 Grad. Das war es von meiner Seite. Geniessen Sie die sonnigen Tage. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Adi miteinander.